Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Gothic 3. Oh Gott. Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Meinst du? Der letzte Scheiß. So ein Kugelblitz wäre geil. Hör bloß auf. Ist schon schlimm. Böses vernichten, Schrecken vergessen. Eislanze. Mana kosten 90. Hagelsturm. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Da hat's den Umliegenden auch noch zerrissen. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich es hasse, gegen zwei zu kämpfen. Tschüss. 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 Hä? Jetzt aber. Du machst gut, Junge. So. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich sind im hinteren Teil der Höhle auch noch Banditen. Nehme ich jetzt mal an. Oh, hier sind Dunkelpilze. Dunkelpilze und Legs. Legs. Habe ich abgespeichert? Wenn nicht, dann tue ich es jetzt. Naja, hier geht es nochmal rechts weg in die Höhle, dann werden... Dann werden da auch noch ein paar Banditen stehen. Ist aber relativ dunkel. Ich loot jetzt einfach mal. Bolzen Wein, da war Wein drin. Sehr, sehr gut. So, der hat das ja hier nicht mitgekriegt, dass er da... So, einen Mana-Trank können wir noch nehmen. Jetzt haben wir wie viel? 94. Habe ich noch so einen Blitz? Blitz beschwören. Mana kosten 100. Alles klar, jetzt brauche ich irgendwas, was Mana bringt. Hallo? Gibt es hier nicht irgendein Kraut, was Mana gibt? Nee, wa? Dunkelpilz, Mana 5%. Jetzt haben wir 107, genau. Dann können wir nämlich jetzt hier gleich nochmal mit so einem Blitz reinjagen. Oh ja. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Geile Sache, Junge. Den falschen. Lol. Die wollen wir nicht, oder was? Cool. Immer schöne drauf. Lol. Ein bisschen höher vielleicht den Kopf noch. Muss ein schwarzer Bandit sein, ich sehe nämlich nicht. Ich sehe den Kopf nicht. Aber der ist halt gepanzert. Komm her, Junge. Zack. Aua. Nice. So, Fackel. Eine große Truhe! Schlösser öffnen. Kostet 180 Mana. Das haben wir.
Ja, geil. GG. Eine große Truhe, da brauchst du halt richtig. Da brauchst du richtig Lack für, dass du das fertig bringen kannst. Ah, ich habe keine Milch, wa? Doch. Nice. Fackel raus. Boah, geil, Junge. Hier ist sogar ein Alchemietisch. Guckt euch das an. Hoho. Jackpot, Baby. Aua. Oh, ich habe 21 Mal Wein im Inventar. Das ist ja unfassbar. Ey, ich habe schon wieder keinen Wein. Dazu fehlen mir die Zutaten. Wir haben jetzt 71 Mana, Tränke. Geile Sache. Jetzt schlafen wir einfach bis zum nächsten Morgen. Da haben wir immer noch genug Zeit. So, da können wir nämlich jetzt hier mit Schlösser öffnen, diese Truhe hier aufmachen. Zack. Ja gut. Hat sich jetzt nicht so gelohnt, aber... toll. Naja. Zauberwurzeln, Dunkelpilze. Geile Sache. Sehr schön. Vor allen Dingen ist nämlich jetzt auch der direkte Weg nach Montera frei. Ist jetzt nicht so, dass wir keinen Teleportstein gehabt hätten, aber was soll's. Die Banditen sind tot, es hat gute EP gegeben, von daher. Oh. Von daher soll uns das mal recht sein. Ist doch hier auch schon wieder so ein... lol. Ja, von hier oben hätten wir sie natürlich auch behaken können, ne? Aber da wären sie ja auch hochgekommen, so ist ja nicht. Gibt es hier noch Kräuter irgendwie? Nö. Hier gibt es einen Abgrund. So, hier sind Zauberwurzeln. Sehr schön. Jetzt wäre ich fast in die Blutflügel gelaufen. Was? Okay. Die war mal One-Shot. Ach genau. Ja, stimmt. Ja, ich habe den Schwierigkeitsgrad umgestellt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Dass da ja was war. Hier, Alter. Übel die Kräuter. War hier hinten gerade eben ein Feuer? Ach stimmt, hier waren ja noch Rebellen. Boah, jetzt findest du vor allen Dingen auch hier, hey, mal du, Waffenbündel. Was schleichst du hier rum? Du hast doch sicher noch was. Das haben sie auch geändert. Daryl, aber mit dem reden wir aber mal später, weil ich habe hier nämlich gerade noch was im Sinn. Was? Oh shit, Mann. Wildschweine, die Endgegner waren das. Das waren früher echt Endgegner. Wir speichern mal. Und dann essen wir hier was. Ich speichere nochmal. Save early, save often. Da. Schön in den Kopf. Denn hier haben wir ja noch eine Quest zu erfüllen. Weißt du, ich schieß halt einfach daneben. Ja, es ist ja gut, Mann! Nein!
Weißt du, ich schieß daneben. Und dann kommt mein zweiter Schlag nicht durch. Das ist manchmal echt frustrierend. Oh. Ist mein Mikrofon überhaupt an? Hallo? LOL, ich kann in die Höhle gucken. 1, 2. Mann, das kannst du mir noch nicht erzählen, dass wenn der sich wegguckt, das... Weg, 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 weg! Da sind noch mehr, dem hast du es gezeigt! Mach bitte, mach, helf mir. Nein! So, das war's mit dir, du Mistvieh. Lala. Ja, ich erinnere mich noch, dass ich auch Wölfe in meinem ersten Gothic 3 Let's Play gehasst habe. Und nicht nur Wölfe, nein. Es waren auch, dann in der Wüste Schakale müssten das sein. Die habe ich gehasst. Erstens greifen sie ja nicht alleine an. Und zweitens machst du... Du schlägst sie ja, habt ihr ja gesehen. Man schlägt die einmal. Und dann ducken die sich weg. Also quasi, sie holen zum Sprung aus. Für ihren Angriff. Und in dem Moment triffst du halt einfach nicht. Mhm. Hab ich wohl erwischt. Alter. So ein bisschen verarschen wollen sie einen dann aber auch, oder? Na, guck dir doch mal die Masse an Wölfen an, ey. So. GG easy. Du bist mir ein bisschen sehr nahe. La, la, la. Ja, manchmal kannst du es halt auch echt nur so machen, ne? Ist halt wirklich so. Manchmal kannst du es echt nur so machen, Mann. So. Jetzt haben wir hier aber erstmal ein paar Dunkelpilze noch. Dadurch, dass ich den Questabschluss habe, dürfte hier wie gesagt nichts mehr drin sein. Licht und Nebel. Was dieser Nebel bringen soll, weiß ich auch nicht. Also ich erinnere mich, dass ich diesen Zauberspruch einmal angewendet habe damals. Und er hat nichts gebracht. So, hier ist Wenzels Schwert. Und eine Metalltruhe. Abgebrochen. Und noch ein Bogen. So, und genau deshalb bin ich nämlich hier in diese Höhle rein, damit wir dann jetzt nämlich hier nach Khabdun gehen können. Wir wollen die Stadt noch nicht befreien. Wir wollen nur Wenzel sein Schwert schon mal geben. Dass wir halt eben die Quest schon mal haben. Aber wenn wir einmal hier sind. Es gibt eine Kampfmänner. LOL!
Ich will keine Morras kämpfen sehen, kleine Morra. Nicht einmal Gott, das wirkloser Morra. Hey, du! Ich will hier keine Morras kämpfen sehen, klar? Naja, halt die Klappe. So. Du Mistkerl hast mich verpfiffen. Was? Mit dem Arena-Champion kann ich mich zwar nicht messen, aber dafür hab ich was, was dir mehr wehtun wird. Meine Fähigkeiten als Dieb, Händler und Lehrer kannst du ab jetzt vergessen. Und jetzt, scher dich weg. Ach ja, stimmt, den haben wir ja verpfiffen. Stimmt ja. Hier, da können wir auch nochmal... Ortega ist tot. Was denn? Wirklich? Schade. Und ich dachte, jetzt geht's richtig los. Naja, dann werde ich mal wieder Nachtwache schieben. Auch nochmal 250 EP. Weiß gar nicht, ob wir bei dem hier dann auch nochmal was abgeben können. Du hast den Banditen Ortega erledigt. Das war eine große Leistung. Dafür bekommst du von mir noch extra Gold. Sehr schön. Sehr schön, die EP noch mitnehmen hier. Den Strand hier unten haben wir aber auch noch nicht komplett gemacht, ne? Ich erinnere mich, glaube ich, dass da eine Höhle war oder sowas. Moin. Guck mal hier, Wenzel, ich speichere lieber mal nicht, dass jetzt hier gleich irgendwas passiert und ich habe deinen Kelch. Ich habe deinen Kelch gerettet. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Der Kelch muss zu den Feuermagiern. Es ist ein Feuerkelch. Sehr selten und äußerst wertvoll. Mehr weiß ich leider auch nicht über das Ding. EP, und hier ist dein Schwert. Ich habe dein Schwert. Echt? Lass sehen. Ich danke dir, Freund. Jetzt bin ich bereit, dir zu helfen. Nee, noch nicht. So. Die sind nämlich auch noch grün. Sehr schön. Dann können wir nämlich jetzt runter zum Rebellenuntergrund und können dem sagen, hier, pass mal auf, Junge. Der Typ hilft uns. Leute, hier steht ein Händler. Zeig mir deine Ware. Was? Wo kommt denn der her? Der hat Milch! Und Wein! Nice. Der hat vor allen Dingen auch ganz gut Geld in der Tasche. Ich meine... Oh. Nicht schlecht. Cool. Ich habe mit Wenzel gesprochen. Sehr gut. Und? Macht er mit bei der Revolution? Davon gehe ich aus. Sehr gut. Dann geh und mach ihn zu deinem Waffengefährten. Ich werde den Rest der Stadt mobilisieren. Wir werden dir helfen, wenn du den Kampf mit den Orks aufnimmst. Wie genau läuft das mit der Revolution? Sobald du den Kampf mit den Orks aufnimmst, wissen wir, dass es losgeht. Und denk dran, nur wenn du den obersten Ork der Stadt tötest, haben wir eine Chance auf Erfolg. Verstehe. Alles klar. Nein, Montera. So. Da wollen wir ja hin. So. Die Banditen haben wir erledigt. Jetzt können wir nämlich zum Marek gehen und können sagen, hier, Junge, hör zu. Da. So. Ein ziemlich unfreundlicher Söldner namens Dominik meint, ich soll mich bei dir melden. Ah ja, sag dir das. Nun gut, jetzt bist du ja hier. Genau. Wegen der Söldner. Dieses faule Schwein schuldet mir immer noch den Erlös für seinen Hof. Sag ihm, er soll dir das Gold geben, sonst reiß ich ihm den Kopf ab, klar? Natürlich. So. Das ist ja mal wieder typisch. Machen wir das jetzt gleich? Ja, das machen wir gleich. Da rennen wir jetzt gleich hin und dann können wir nämlich auch gleich noch mit dem Daryl sprechen. Gehe ich eigentlich gerade in die richtige Richtung? Ja, hier lang muss ich, genau. Hatten wir schon Level Up? Ja, wir hatten schon ein Level Up, habe ich gar nicht mitgekriegt. Das ist wohl etwas untergegangen. Ach ja, genau, hier oben ist ja der Typ. Nee, da ist er. Genau.
Hier sitzt er ja. Hier ist noch eine Heilpflanze schön. Ist auch noch eine Heilpflanze. Hey du, was schleichst du hier rum? Das geht dich einen Scheiß an, Junge. Hier. Verschwinde, du Wurm! Kleine Pause, hä? Solltest du nicht besser auf Sklaven aufpassen oder sowas? Was interessiert dich das? Lass mich in Ruhe! Geh wieder an die Arbeit oder ich mache Meldung bei deinem Vorgesetzten. Tatsächlich? Da kriege ich ja richtig Angst. Verschwinde einfach, du Spinner! Der Hügel hier ist zu klein für uns beide. Ach ja? Und was willst du jetzt dagegen unternehmen? Okay, ich verpfeife dich einfach. Scavenger! Du kriegst eigentlich immer einen Hit ab, aber du musst wirklich, anscheinend musst du echt einen Hit setzen, zurücklaufen, Hit setzen, zurücklaufen. Sehr schön. Jetzt können wir nämlich auch viel schneller zu dem Typen rüber. Wir können ihm sagen, dass er die Pacht abgeben soll. Und können ihn dann auch gleich noch nach Marek fragen. Weil er ist ja schließlich auch ein Söldner. Diese Musik. Kai Rosenkranz hat hier wirklich ganze Arbeit geleistet. Sit. Wir lecken uns hier ein bisschen zurecht. Da ist er ja. Aber erstmal kümmern. Oh, der war aber recht stark. So, hier. Ich war beim Anführer der Orks in Montera. Na also. Das wurde ja auch Zeit. Er wartet immer noch auf die Pacht von diesem Bauernhof hier. Du sollst mir das Gold sofort aushändigen. Sonst kommt er hier raus und reißt dir den Kopf ab. Okay, okay. Hier hast du es. Nichts für ungut. In Ordnung? Natürlich. Ja, ja. Zeig. Hast du mittlerweile mal neues Zeug hier? Außer Dietriche. Mein Kopf. Dietriche kann man eigentlich immer mitnehmen. Egal wo man ist. Weil man hat so viele Truhen in dem Spiel, die man plündern kann und muss, dass einem die irgendwann mal ausgehen könnten. So. Wegen. Hier? Ich hab die Pacht von Dominik. Gut. Du hast dem faulen Hund wohl richtig Angst gemacht, was? Betrachte das Gold als deinen Sold. Das ist es mir wert. Einer deiner Jungs drückt sich vor der Arbeit. Lass mich raten. Trano schon wieder, stimmt's? Ich weiß nicht, wie der das heißt. Das war das letzte Mal. Geh und sag ihm, dass ich seinen Sold kürze. Gut. Machen wir. Oh, hier. Kronstöckel. Geilomat. Alter, ich bin doch schon wieder falsch gelaufen. Wir müssen echt noch mehr Mana lernen. 6 Feuerbälle ist mir halt echt noch zu wenig. So. Marek hat deinen Sold gekürzt. Ich wusste, dass du mich verpfeifen würdest, du Drecksack. Das merke ich mir. Also arbeitest du jetzt wieder, oder was? Reg dich ab. Ich gehe ja schon, du Spinner. Nice. Oh, hier sind noch viele Kräuter, die habe ich alle noch gar nicht. Geilo. Heilwurzel, Heilpflanze. Hier gab es anscheinend einen kleinen Kampf.
Leute, ich stecke im Boden fest. Habt ihr das gerade gesehen? So, wo ist er? Da. Euer Treffpunkt ist sauber. Du bist gut, Mann. Jetzt ist die Situation nicht mehr ganz so aussichtslos. Nee. Was ist jetzt mit eurem Kontaktmann in Montera? Wer es genau ist, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass er uns ein Zeichen schicken wollte, wenn es soweit ist, loszuschlagen. Seitdem warten wir hier wie die Idioten. Verstehe. Verstehe. Dann wieder zurück. So. Sehr schön. So, dann können wir dem jetzt sagen, dass der wieder arbeitet. Wegen der Söldner. Trano arbeitet wieder. Ist doch besser für ihn. Hier hast du deinen Lohn. Dankeschön. So, jetzt können wir doch hier, ich erinnere mich, dass hier so ein... Da ist er ja. Bist du auch gekommen, mich zu verhöhnen? Ja, natürlich. Was ist dir denn über die Leber gelaufen? Das haben sie aber auch schön hingekriegt. Sieh mal an, du weißt doch gar nichts von meinem Glück. Ich komme aus der Wüste und habe mit meiner Karawane das Land durchreist. Die verfluchten Hunde von Rebellen haben mich vor der Stadt überfallen und mir alles genommen. Wo war der Überfall genau? Wenn du aus dem Westtor von Montera Richtung Trelis reist, wirst du dort meinen alten Kram liegen. Das war der Typ, der überfallen wurde. Gesetzt dem Fall. Vor allem basiert, das ist doch der Typ, der so viel für die Zeichnung bezahlt hat. Ich will mal wissen, was der für ein Bild hat. Was hast du dabei gehabt? Wertvolles, seltenes, kostbares. Kostbares. Artefakte und Geschmeide. Es ist ein Jammer. Wenn ich wenigstens noch meine alte Goldschatulle hätte. Sie ist für mich von unschätzbarem, persönlichem Wert gewesen. Hier hast du deine alte Goldschatulle. Sie lag immer noch auf der Straße im Westen, bei deinem anderen Kram. Ja. Du Hundesohn, das ist ja großartig. Dafür werde ich dich reich belohnen, mein blasser Freund. 1000 Gold. Erzähl mir mehr über deine Artefakte. Ich weiß, was die Orks suchen. Warum sie das ganze Land durchgraben, in der Hoffnung, was zu finden. Sie graben nach Artefakten des alten Volkes, mein blasser Freund. Besonders magische Artefakte, wie Amulette oder Ringe, interessieren sie am meisten. Und ich schwöre dir, ich hielt eins von ihnen in meinen Händen. Doch nun ist es fort und unerreichbar für mich. Für immer. Hä? Hör bloß auf mit der Scheiße. Wie kommst du an ein solches Artefakt? Lass es mich mal so formulieren, mein blasser Freund. Während andere im Schweiß ihres Angesichts im Wüstensand verenden, habe ich meinen Kopf benutzt. Oder schlicht, ich war einfach schneller als alle anderen. Wer hat das Artefakt jetzt? Hörst du mir eigentlich nicht zu? Die Rebellen haben mich überfallen. Wenn es jemand weiß, dann diese verfluchten Königstruppen. Ah, ja, ich erinnere mich. Was weißt du über die magischen Artefakte des alten Volkes? Du meinst, außer dass die Orks sie wie die Besessenen suchen? Sie sind von unermesslichem Wert auf dem offenen Markt. Das allein ist doch schon genug. Zeig mir deine Ware. Mana-Tränke, 5 Stück. Maximales Mana plus 40 für den Magierstab. Für 4000 nehmen wir den mit. Katze. Komm, los. Nicht vom Mikrofon rumhuschen. Schutz für Energie. Maximale Ausdauer ist nicht schlecht. Wein nehmen wir mit. Hier, das nehmen wir auch alles mit. Oh, die Mana-Pflanze kostet 80 Gold. Eieiei. Das ist aber einiges. Jetzt haben wir eine Rechnung hier von 6000. Ja, das ist mein Ernst, siehst du doch. Nee, es ist mir aber nicht egal. Haben wir nicht noch irgendwas, was wir verkaufen können? Ja, hier, da. Da, da. 34 kleine
So, 2000 würden wir kriegen, also müssen wir jetzt 4000 bezahlen. Wir haben jetzt noch 5. Geile Sache. Und vor allen Dingen haben wir jetzt hier Magierstab. Den können wir ja nicht anlegen, weil wir können ja noch keine Stäbe benutzen. Aber wir haben hier Lernpunkte und können das lernen. So. Und das, meine Freunde, machen wir in der nächsten Folge. Wir reisen dann nach Redok und lernen bei dem Magier das Benutzen der Magierstäbe. Ja, so machen wir das. So, gut, alles klar. Bleibt gesund, bis zur nächsten Folge. Bis morgen, dann macht's gut. Tschüss, euer Helmer.